So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Kapitel 17. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben letzten Endes. Wir hatten gerade als letztes hergeleitet, dass die Resolvente für komplexe Zahlen oder im Fall, dass der Körper die komplexen Zahlen ist, dass das eine holomorphe Funktion ist und insbesondere diese Resolventengleichung 6 gilt. Es steht jetzt immer noch 3 dran, aber das ist halt relativ wurscht. Und jetzt wollen wir einen Satz formulieren, den wir noch nicht beweisen können, oder könnten wahrscheinlich schon, aber der jetzt zu beweisen sehr viel Arbeit wäre. Dann schieben wir auf später. Ich weiß nur noch nicht genau, auf wann später, weil ich noch nicht genau weiß, in welchem Kapitel wir landen. Also ich bin im Moment noch fröhlich am Umnummerieren. Deswegen, irgendwann kommt er und wenn er kommt, dann ergänze ich auch eine Referenz im Skript. Das ist Satz 17.8, der sagt aus, das Spektrum ist kompakt. Ja, also wenn ich mir diese Banach-Algebra angucke, den Banachraum X nehme, da irgendein Element rauspicke, dann ist das Spektrum eine kompakte Menge und insbesondere nicht leer. Ja, das heißt, es gibt immer Elemente, sodass dieses Lambda e minus x nicht invertierbar ist. Und das ist ein recht mächtiges Ding. Aber wie gesagt, der Beweis können wir jetzt im Moment noch nicht führen, beziehungsweise wollen wir im Moment noch nicht führen, der kommt einfach später. Was wir hingegen können, ist, wir können für die Resolvente eine Potenzreihenentwicklung beziehungsweise eine Laurent-Reihenentwicklung angeben. Und zwar können wir Folgendes aussagen. Wenn ich meinen Skalar groß genug mache, ne, also wenn ich den Betrag Lambda größer mache als den Spektralradius, dann existiert meine Resolvente. Das ist also sozusagen eine Abschätzung nach unten, ab wann Elemente invertierbar werden. Und insbesondere habe ich hier sozusagen eine Formel, wie ich invertieren kann. Das heißt, sobald ich das Spektrum verlasse, in Anführungsstrichen, weil der Spektralradius, das werden wir hinterher noch irgendwann sehen, der gibt quasi an, wie groß das Spektrum ist. Sobald ich das Spektrum verlasse, kann ich mir sicher sein, dass ich sozusagen die Resolvente entwickeln kann und also insbesondere die Resolvente als Potenzreihe, wobei das eigentlich eine Laurent-Reihe ist, hinschreiben kann. Eine Potenzreihe ist es in x durch Lambda, wie man sieht. Eine Laurent-Reihe ist es dann dem Inversen davon. Der Begriff Laurent-Reihe, falls der jetzt nichts sagt, ist nicht besonders dramatisch. Ja, das wollen wir trotzdem eben beweisen. Genau. Das ist im Prinzip auch schon der letzte Beweis in diesem Kapitel. Der ist auch jetzt echt nicht dramatisch. Und zwar müssen wir eigentlich nur die Voraussetzungen richtig in der richtigen Reihenfolge kombinieren, sozusagen. Also Beweis von Folgerung 17.9 dürfte das sein. Ist einfach folgendermaßen. Wir gucken uns einfach an, wie das Ding definiert ist, ne? Also Rx von Lambda ist gleich Lambda e minus x hoch minus 1 nach Definition. Da kann ich ein bisschen drin rumfuschen, ne? Da kann ich sagen, das ist das gleiche, wie wenn ich schreibe e minus x durch Lambda mal Lambda hoch minus 1, also ich klammer einfach ein Lambda aus. Und jetzt ziehe ich sozusagen diese Inversion durch. Das heißt, das Lambda hoch minus 1 kommt nach vorne und hier hinten bleibt e minus x durch Lambda hoch minus 1 stehen. Und jetzt hatten wir ja vorausgesetzt, dass Betrag Lambda größer ist als r von x. Das heißt, das hier ist kleiner als 1. Das heißt, das hier kann ich in eine Neumannsche Reihe entwickeln. Also 15,3 ist das Lambda hoch minus 1 mal Summe k gleich 0 bis unendlich x durch Lambda hoch k gleich 1 durch Lambda mal Summe k gleich 0 bis unendlich x durch Lambda hoch k. Das ist es, ne? Das ist genau das, was wir zeigen wollten. Es ist deshalb eine Laurent-Reihe, weil das Konvergenzgebiet ist ein Kreisring. Ne, das ist relativ einfach zu sehen. Das hier beschreibt ja eigentlich den Kreisring, wenn man das in so eine Standardnotation bringt, den Kreisring mit dem inneren Radius r von x und dem äußeren Radius unendlich von 0. Wann immer so eine Potenzreihe sozusagen so einem Kreisring konvergiert, ist es formal eine Laurent-Reihe, beziehungsweise eine Potenzreihe in der Inversion. Ne, das ist halt relativ egal, wie man das bezeichnen möchte. Zum Begriff, wie gesagt, Laurent-Reihe, da verweise ich einfach jetzt mal auf gängige Literatur zur Funktionentheorie. Das ist für uns einfach auch im Moment nicht besonders wichtig. Gut. Wie gesagt, haben tun wir das Ganze, das ist schön. Jetzt können wir damit eine handliche Abschätzung für die Resolvente herleiten. Denn wenn ich jetzt hier
die Norm drum klatsche, dann kann ich mit der Neumannschen Reihe ganz einfach eine obere Schranke für die Norm der Resolvente hinschreiben. Und das ist ganz einfach Folgendes. Ich kriege es abgeschätzt durch 1 durch und dann Lambda im Betrag minus die Norm von x. Ne, sobald ich mit dem Betrag Lambda größer bin als die Norm von x. Und das folgt sofort aus der Gleichung 7. Das steht da gerade. Ich muss nur einmal die Neumannsche Reihe hingucken. Und mit diesen Vorarbeiten können wir jetzt zu der Idee zurückkommen, die eigentlich dieses Kapitel motiviert, nämlich dass wir für Operatoren und insbesondere für den unendlich dimensionalen Fall so ein Analogon haben wollen zu Eigenwerten und Eigenfunktionen. Und das werden wir jetzt definieren. Dann werden wir simple Folgerungen aus der Definition ziehen. Dann gucken wir uns an, warum fällt denn das Ganze zurück auf die alte Theorie, wenn wir im endlich dimensionalen Fall sind, und dann betrachten wir einen speziellen Operator und rechnen für den mal wirklich die ganzen Begriffe durch. Also das ist sozusagen jetzt der Rest dieses Kapitels. Da passiert jetzt auch nicht mehr besonders viel, aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz sinnvoll, das Ganze in zwei Teile zu teilen. Also zunächst mal die Definition. Wir nehmen uns einen Banachraum. Irgendein, ne, es ist völlig egal. Und wir nehmen uns einen linearen Operator von x nach x. Und dann heißt ein Skalar Eigenwert von t, also diese Situation, falls es einen Vektor x in x gibt, der nicht der Nullvektor ist, ne, wie bei der Eigenwertdefinition von Matrizen, sodass die Gleichung tx gleich lambda x gilt. Das ist die ganz normale Eigenwertgleichung. Ne, in der Lina steht hier a mal x gleich lambda x. Und an der Stelle sehen wir auch schon grob, warum wir uns mit dem Spektrum beschäftigt haben. Denn natürlich gilt Folgendes. Diese Gleichung Tx gleich Lambda x kann ich mir folgendermaßen aufdröseln, indem ich hier sage, okay, das ist natürlich nichts anderes, als wenn ich sozusagen Lambda nehme mal die Identität auf x. Und das ist nach der Banach-Algebra natürlich nichts anderes, als Lambda mal der Einheitsoperator angewendet auf x. Jetzt bringe ich das auf die andere Seite. Dann habe ich tx minus lambda i mal x. Und da kann ich das x jetzt natürlich ausklammern. Dann habe ich hier stehen t minus lambda i mal x ist gleich der Nullvektor. Also das ist sozusagen die Äquivalenz. Naja, und hier kann ich jetzt, wenn ich möchte, noch ein Minus rausziehen. Dann habe ich lambda i minus t x. Ja, und das ist gerade die Form wie in Definition 17.4. Ne? Also hier steht quasi Lambda mal e minus das x, was wir rausgenommen haben aus L von x sozusagen. Ne? Und das ist gerade die Begründung dafür, warum wir uns überhaupt solche komischen Elemente angeguckt haben, weil das gerade jetzt die Definition des Eigenwerts entspricht. Und das müssen wir jetzt nur noch quasi hinschreiben. Wir haben jetzt einen Eigenwert. Wir haben die Eigenwertgleichung, das ist eine sehr wichtige Gleichung, die wird häufiger mal vorkommen. Und dieses x, was da dran steht, ne, also der Vektor, der sozusagen nicht der Nullvektor ist, aber existieren muss für dieses Lambda aus k, ja, das ist ein Eigenvektor. Und jetzt gibt es eine Konvention, wenn wir halt hier nicht sozusagen einen Punktraum betrachten, sondern zum Beispiel einen Funktionenraum, Banachraum, irgendwie stetigen Funktionen mit Maximumnorm oder so, dann heißen die Dinger auch Eigenfunktionen. Ne, das ist relativ selbsterklärend, aber das wollte ich jetzt nicht extra noch aufschreiben. So, und aus der Definition können wir drei ganz elementare, einfache Folgerungen ziehen. Und zwar zunächst, wenn ich mir den Kern angucke von lambda i minus t, das ist ja gerade der Operator, der sozusagen hier dann die Nullstellengleichung löst. Ne? Also das hier ist äquivalent zu der Nullstellengleichung lambda i minus t x ist gleich 0. Wenn das nicht die Null, also nicht nur die Null enthält, dann ist der Operator natürlich nicht invertierbar. Also ist nicht in g l von x. Und hier sehen wir auch, warum diese Notation mit dem g von x eigentlich eine sehr schlaue Notation ist, weil das fällt hier gerade zurück auf den Raum der linearen Operatoren und davon die invertierbare Gruppe. Wäre das jetzt eine Matrixgruppe, würde hier zum Beispiel stehen ln von x. Also hätte man g ln von x. Mal abgesehen davon, dass das natürlich ursprünglich für General Linear Group steht, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Also das ist eine schlaue Notation noch dazu. Ne? Also es ist nicht nur eine schöne Theorie, sondern es ist eine schlaue Notation. Darüber hinaus gilt natürlich, wenn das Lambda i minus t invertierbar ist, ja, dann ist das Lambda ein Spektralwert. Also dann liegt es im Spektrum. Das lässt sich relativ leicht erklären. Ja, wenn es im Spektrum liegt, dann ist ja nach Definition sozusagen
dieser Operator hier in GLX. Ja, und wenn umgekehrt Lambda I in Lambda I minus T in GLX ist, ja, dann gilt natürlich N von Lambda I minus T ist gleich leer und dann ist Lambda in Sigma von T. Ja, also das ist eine ganz klare Definitionsschacherei. Und wenn der Raum endlich dimensional ist, dann ist das Lambda genau dann im Spektrum, wenn das charakteristische Polynom gleich 0 ist. Also die Determinante von Lambda I minus T. Das ist halt nur im endlich-dimensionalen sauber definiert, weil im unendlich-dimensionalen sind ja die beteiligten Matrizen unendlich-dimensional. Und da ist nicht so ganz hundertprozentig klar definiert, was eine Determinante ist. Also das ist alles klar nach Definition sozusagen. So, und wir wollen uns jetzt angucken, was speziell passiert, wenn man den Körper der reellen Zahlen fixiert und die Matrizengruppe nimmt. Also MR von N mit der Multiplikation, wie man sie kennt. Und dann sehen wir, dass das genau wieder auf die alte Begrifflichkeit zurückfällt. Also wählt man speziell die reellen Zahlen und die Banach-Algebra, die eben entsteht, wenn MR von N, also die Matrizen, über R vom Grad N, also N kreuz N Matrizen, mit der Matrizenmultiplikation nimmt, dann ist das erstmal nach dem Beispiel 15.2b eine Banach-Algebra. Das war eines der ersten Beispiele, die wir da gefunden haben. Und wir können das Spektrum ja explizit hinschreiben. Das sind gerade all jene Lambda aus den reellen Zahlen, sodass dieser Operator Lambda I minus M gerade nicht invertierbar ist, also nicht in GLN von R liegt. Und das ist gerade nach Definition des Eigenwertes all jene Lambda aus R, die gerade Eigenwerte von M sind. Ne, weil das ist gerade die sozusagen die Geschichte, die man ja macht, wenn man in der linearen Algebra auf Eigenwerte untersucht. Ne, ich gucke mir an Lambda I minus M und möchte wissen, wann ist das charakteristische Polynom, also die Determinante 0. Ja, und wenn die Determinante 0 ist, wissen wir aber, das ist äquivalent zu, die Matrix ist nicht invertierbar. Ne? Also das ist nichts Neues. Ja, und die Resolventenmenge können wir dann ganz einfach hinschreiben, das sind alle übrigen Lambdas. Also die kein Eigenwert sind. Also das Komplement vom Spektrum in R. Also ganz, ganz normal. Insbesondere können wir natürlich die Resolvente auch genau hinschreiben. Die nimmt sich einfach ein Element aus der resolventen Menge, gibt wieder eine invertierbare Matrix aus, nach Definition, und bildet einfach ab auf Lambda I minus M hoch minus 1. Also das ist alles nicht dramatisch. Das können wir aber noch genauer aufschreiben. Und zwar können wir sagen, wenn ich Lambda I minus M auf einen Vektor anwende, dann kommt natürlich 0 raus, wenn das Lambda ein Eigenwert ist. Ansonsten kommt die Resolvente raus. Und das ist genau dann der Fall, also das 0 ist genau dann der Fall, wenn das V im Eigenraum liegt. Und die Resolvente kommt raus, wenn V nicht im Eigenraum liegt. Das ist auch ganz normale lineare Algebra. Das heißt, die bekannten Begrifflichkeiten, die wir schon kennen, gehen einfach 1:1 aus dieser neuen Theorie hervor. Das heißt, die ist einfach mit dem, was man von vorher weiß, kommensurabel. Und das ist ja eine der grundlegenden Forderungen an Erweiterungen, dass sie mit dem Alten wieder zusammenpasst. Auf die Art und Weise sind ja auch die komplexen Zahlen zum Beispiel verträglich mit den Strukturen auf R. Oder umgekehrt formuliert, je nachdem, wie es besser passt. Also das sozusagen jetzt, wie man das Alte aus dem Neuen erhält. Jetzt gucken wir uns an, wie man das konkret für einen speziellen Operator zum Beispiel hinschreiben könnte. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir definieren den sogenannten Linksshift-Operator. Und zwar auf einer Folge in LP, also in kleiner LP. Und der macht nichts anderes, als sozusagen die Folgenglieder 1 zurückzuziehen. Na, also wenn ich eine Folge x0, x1, x2 da reinstecke, kommt die Folge x1, x2, x3 raus. Die 4 ist auch Quatsch. Da muss eine 9 stehen. Das muss ich noch ändern. Dann kann man sich sehr, sehr leicht überlegen, natürlich, dass die Norm von S minus, das Minus muss da noch hin, dass das natürlich gerade das Supremum ist nach Definition über alle Folgen, die in der LP-Norm Norm 1 haben, in der kleinen LP-Norm Norm 1 haben, über das Bild. Naja, und das kann natürlich nur 1 sein, weil wir sehen, wenn das x in LP gleich Norm 1 hat, dann zieht hier quasi nur ein Folgenglied abgezogen. Das heißt, das Supremum kann maximal größer werden und für die konstante 1-Folge ist es gleich. Also ist die Operatornorm gleich 1. So, und das heißt, das Spektrum von diesem Operator muss eine Teilmenge des Einheitskreises sein. Also all jenen Z aus C. Das ist aber auch irgendwie Quark, ne?
Das sind alle Lambda aus C, so rum. Sodass halt gerade gilt, dass der Betrag von Lambda kleiner gleich 1 ist. Also das Z ist falsch, das Lambda muss dahin. Ja, woran liegt das? Wir gucken uns die Eigenwertgleichung an. Ne? S minus mal x muss gleich Lambda mal x sein. Und jetzt ist die Norm von S in der Operatornorm gemessen aber 1. Ja, das heißt, das kann nur dann gelten, wenn der Skalar, den ich reinpacke, betragsmäßig kleiner gleich 1 ist. Und das ist relativ einfach zu sehen. So, wenn jetzt Betrag Lambda kleiner 1 ist, dann kann ich mal explizit gucken, was passiert denn mit dieser geometrischen Folge 1 Lambda, Lambda Quadrat, Lambda hoch 3. Und wenn ich darauf den Shift-Operator anwende, wird die 1 rausgeschiftet. Das heißt, ich habe Lambda, Lambda Quadrat, Lambda oder und so weiter. Und aus dem kann ich jetzt sozusagen aus jedem Folgenglied ein Lambda rausziehen. Das heißt, ich lande bei Lambda mal S minus von Lambda. Beziehungsweise von dieser Folge. Das heißt, Lambda für Betrag Lambda kleiner 1 ist ein Eigenwert. Na, weil das erfüllt einfach diese Gleichung. Wenn ich diese Folge hier x nenne, dann steht hier S minus mal x ist gleich Lambda mal x. Das heißt, Lambda ist in dem Fall wirklich ein Eigenwert. Das heißt, das Innere des Einheitskreises hier, das ist auf jeden Fall im Spektrum enthalten. Und jetzt muss nach 17,8 das Spektrum kompakt sein. Ja, das heißt, der ganze Einheitskreis, auch der Rand, gehört zum Spektrum. Und jetzt muss man nur eine Sache beachten. Die Punkte für Betrag Lambda gleich 1, ne, die sind nur dann Eigenwerte, wenn p gleich unendlich ist. Ansonsten sind sie nur Spektralwerte. Das liegt einfach daran, wenn ich hier Betrag Lambda gleich 1 habe, ja, dann haben wir hier ja die Folge stehen, die einfach konstant 1 ist. 1, 1, 1, 1, 1 und so weiter. Dann steht hier S minus von der 1-Folge ist gleich 1, also Betrag 1, mal die 1-Folge. Ja. Kann man sich grob vorstellen. Naja, und das ist allerdings nur dann sozusagen ein Eigenwert, wenn ich das Ganze in der Maximumsnorm messe. Weil ansonsten ist das nicht summierbar. Na, dann knall mal aus LP raus. Das ist einfach der einzige Grund dafür. Gut. Diesen Linksshift-Operator, den werden wir mal auf dem Schirm behalten, weil es gibt auch noch einen Rechtsshift-Operator, der dann einfach die Folgenglieder 1 nach rechts shiftet und vorne eine 0 reinknallt. Und dann werden wir in Kapitel 24, glaube ich, zeigen, dass der Rechtsschiff-Operator und der Linksschiff-Operator gerade zueinander adjugiert sind. In dem dann definierten Sinne. Also das werden wir quasi als kleinen Ausblick irgendwann auch nochmal gebrauchen. Gut, das wäre der Einschub zur Spektraltheorie. Die Methoden, die wir hier benutzt haben, die sind halt relativ elementar. Die werden wir vielleicht irgendwann nochmal brauchen. Also ich finde aber dennoch, dass man Spektraltheorie mal ganz schön einschieben kann, weil da vieles zusammenkommt, was man schon gemacht hat. Ja, genau. Nächstes Mal machen wir das letzte große Prinzip sozusagen. Da machen wir den Satz von Hahn Banach oder die Sätze von Hahn Banach eigentlich eher, weil da gibt es mehrere Versionen. Das ist dann wieder ein bisschen näher an dem Teil 3 Prinzip sozusagen dran, dass wir die Grundprinzipien der FA studieren wollen. Und dann sind wir mit dem Teil 3 fertig und dann geht es weiter mit Hilbertraumtheorie und Fourier rein. Gut. Falls ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anregungen, Kommentare oder sonstiges, dann schreibt mir die unten in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ein bisschen Erkenntnisgewinn, wenn man davon reden möchte. Und in diesem Sinne sage ich einfach bis zum nächsten Video und tschüss.